Von der Firma Doji habe ich ein Smartphone Typ VT30 erhalten. Der Formfaktor ist der gleiche wie bei dem von mir vor etwa 10 Monaten bereits getesteten S98 Pro, die verbauten Komponenten unterscheiden sich aber zum Teil deutlich. Der Bildschirm ist mit einer Diagonalen von 6,58 Zoll nur minimal größer, die Akkukapazität ist mit 10.800 mAh jedoch deutlich angewachsen. Auch das V30T ist für den Einsatz außerhalb von Puppenstuben konzipiert und somit robust gebaut. Das Herunterbeten sämtlicher technischen Daten erspare ich mir im Folgenden, diese gibt's wie immer auf der Webseite von How Open Is This Gadget nachzulesen. Auch das V30T werde ich im Verlauf dieses Videos nicht in Wasser tauchen oder absichtlich vom Tisch werfen. Ich vertraue mal darauf, dass das Gehäuse so einiges wegstecken kann, zumindest hat das S98 Pro bislang alle unbeabsichtigten Stürze schadlos überstanden und auch in Regenwetter nicht den Dienst quittiert. An dem Gehäuse des V30T ist mir etwas ins Auge gesprungen, das ich in diesem Ausmaß schon lange an keinem Smartphone mehr gesehen habe. Schrauben! Ich persönlich finde Schraubverbindungen fast immer besser als zusammengeklebte Teile. Der Einschub ist für zwei SIM-Karten ausgelegt. Wird nur eine SIM-Karte verwendet, kann eine MicroSD-Karte von bis zu 2 TB als Speichererweiterung verwendet werden. Auch USB-Sticks können zur Datenübertragung genutzt werden. Um euch einen Eindruck von den Fähigkeiten in Sachen Audio zu geben, werde ich mein Studiomikrofon nun abschalten und meine Stimme im Folgenden mit dem Mikrofon des V30T aufnehmen. Die erste Testaufnahme ist mit der vorinstallierten App namens Sound Recorder erfolgt. Gespeichert wird die Stereotonspur von dem VT30 mit einer Abtastrate von 48 kHz als MP4-Variante mit einer Bandbreite von 128 Kilobit pro Sekunde. Die Dateiendung lautet 3GA. Wie immer erspare ich mir salbungsvolle Worte, schließt gute Boxen an euer Abspielgerät an, sperrt eure Ohren auf und urteilt selbst. Ab jetzt hört ihr meine Stimme von einer Videoaufnahme, von welcher ich anschließend die Tonspur extrahiert habe. Hier wird mit der doppelten Bandbreite von 256 Kilobit pro Sekunde aufgezeichnet, ebenfalls im MP4-Format mit einer Abtastrate von 48 kHz in Stereo. Ein Unterschied ist durchaus auszumachen. Ab jetzt kommt wieder mein Studiomikrofon zum Einsatz und es wird die Audioausgabe des V30T getestet. Zu diesem Zweck spiele ich das Video mit dem Testbericht zum S98 Pro ab. Zeit, die Ohren wieder aufzusperren und meiner Stimme über die Lautsprecher des VT30 zu lauschen. The screen is also pleasantly large with a diagonal of 6.3 inches, corresponding to 16 centimeters. I'll stop rattling more of the specs now. You can read all of them on the website of How Open Is This Gadget. What can be controlled from far, far away. Bleiben wir beim Abspielen von Videos, schalten den Ton aber aus. Die Auflösung des Bildschirms beträgt 2408x1080 Pixel. Bei einer Bildschirmdiagonalen von 6,58 Zoll entspricht das 401 Bildpunkten pro Zoll, was etwa 16 Bildpunkte pro Millimeter sind. Der maximale Kontrast ist mit 1500:1, die Helligkeit mit 400 Candela pro Quadratmeter angegeben.
Mit vollem Akku kann das V30T über WLAN empfangene Videos für etwa 18 Stunden im Vollbildmodus wiedergeben. Der 10.800 mAh Akku ist anschließend mit dem beiliegenden 66 Watt Ladegerät und dem USB-C Kabel in 35 Minuten von 10 auf 80% geladen. Smartphone und Ladegerät erwärmen sich dabei auf 39 bzw. 54 Grad Celsius. 90% Akkukapazität sind nach 51 Minuten erreicht. Kommen wir zum Test der verbauten Kameras. Die hier zu sehende Videosequenz wurde mit der Hauptkamera mit einer Auflösung von 3840x2160 Pixeln und 30 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. Bei hellem Umgebungslicht gelingen sehr scharfe, ruckelfreie Aufnahmen. Die Kamera stellt ab 10 cm Entfernung scharf. Als Extra gibt es eine Zeitlupenfunktion. Diese nimmt Videos mit der vierfachen Bildrate auf, womit die Bewegung beim Abspielen mit 30 Bildern pro Sekunde mit nur noch einem Viertel der Geschwindigkeit abläuft. Die Tonspur ist dabei allerdings deaktiviert. Wird das Licht in meinem Videostudio aus und die LEDs neben den Kameras eingeschaltet, so nimmt das V30T immer noch sehr helle, kontrastreiche Videos auf. Dazu muss allerdings die Belichtungszeit verlängert werden, was in einer Bildwiederholrate von nur noch 15 Bildern pro Sekunde resultiert. Die Bewegung des Drehtisches wirkt somit leicht ruckelig. Nach Umschalten auf die Nachtsichtkamera wird das Video in Graustufen, ebenfalls mit einer Auflösung von 3840x2160 Pixeln aufgenommen. Zur Beleuchtung befinden sich zwei Infrarot-LEDs direkt neben der Linse. Die Nachtsichtkamera nimmt das Video mit 20 Bildern pro Sekunde auf, womit die Bewegung wieder deutlich flüssiger wird. Leider kann der Fokus, zumindest beim momentanen Softwarestand, nicht manuell gesetzt werden. Es ist deutlich zu sehen, dass der Autofokus während der Aufnahme ab und zu aktiv wird. Eine Weitekamera besitzt ein Objektiv mit einer kleineren Brennweite und kann Objekte schon ab 3 cm scharf stellen. Mit diesem Makroobjektiv gelingen Detailaufnahmen. Die maximale Videoauflösung dieser Kamera beträgt 1920x1080 Pixel bei 20 Bildern pro Sekunde. Auch die Selfie-Kamera nimmt Videos mit einer maximalen Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei allerdings 30 Bildern pro Sekunde auf. Diese stellt lediglich automatisch scharf und das auch nur, wenn ein Gesicht erkannt wurde. Fotos kann die Hauptkamera mit einer Auflösung von bis zu 12.000x9.000 Pixeln aufnehmen. Bei gutem Umgebungslicht entstehen Fotos, in die man sehr weit hineinzoomen kann. Die maximale Auflösung der Nachtsichtkamera beträgt 5184x3888 Pixel, was etwa 20 Megapixeln entspricht. Die Selfie-Kamera nimmt Fotos mit bis zu 6560x4928, also 32 Megapixel auf.
Beispielfotos sämtlicher Kameras in voller Auflösung gibt's wie immer auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Doji verteilt Updates für seine Geräte in unregelmäßigen Abständen, eine gewisse Systempflege ist vorhanden. Mit dem bei mir seit Monaten im Einsatz befindlichen S98 Pro habe ich bislang keine Hard- oder Softwareprobleme gehabt und auch alle Updates wurden problemlos installiert. Das Display des Doji V30T ist angenehm groß und ausreichend hell. Die zur Verfügung stehende Rechenleistung für Alltagsaufgaben mehr als nur ausreichend und der interne Speicher von 256 GB bietet Platz für sehr viele Videos und Fotos. Ist man abseits des Büros und somit weit von der Steckdose entfernt, kommt man selbst bei intensiver Nutzung mit Hilfe des 10.800 mAh Akkus problemlos durch den Tag und dank der robusten Bauweise kann das Gerät so einiges wegstecken. Weitere Infos, viele Beispielbilder sowie Fotos des Geräts selbst gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget. Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!